Cuphead and his Pellbug men. They like to roll the dice. By chance they came upon Devil's Game, and gosh, they paid the price. Ja, hi und willkommen, mein Name ist Anirolpi. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Cuphead. Ja, im letzten Part haben wir die Großstadt erreicht und schon zwei Bossen auf die Fresse gehauen. Ja. Und wir haben, wie ihr sehen könnt, wir haben eine Münze bekommen. Weil mir gerade eingefallen ist, dass wir in Welt 2 eine Münze liegen gelassen haben, haben wir noch eben schnell offscreen eingesammelt. Die war einfach nur hinter dem Wagen irgendwo. Ja. Direkt hier am Ausgang. Ja, machen wir direkt mal weiter mit dem nächsten Boss. Daniro, böse bitte. Ja. Helene Honigtöpfchen in rabiate Waren. Okay, ich dachte, da wäre ein normales Level. Das ist ein Boss. Ja. Die Run-Gun-Level sind diese Zielscheiben am Boden. Alles andere sind die Boss-Level. Boah, sieht nach einer Menge Tod aus. Ja. Einer der schlimmsten Bosse überhaupt. Ich hasse diesen Boss so sehr. Ich bin so oft an ihm gestorben, bis ich dann irgendwann das lang ersehnte Knockout gehört habe. Mann, war ich froh. Nein. Boah. Boah, ich komme irgendwie nicht klar. Was ist das? Geh weg. Hey Süßer. Dieser Honig ist nicht für dich, hau ab. Und du bist ganz bestimmt nicht sexy, geh weg. Ich will euch hier mit Bienen sowieso alle sterben lassen. Wenn es nach mir gehen würde, würdet ihr alle sterben. Ne. Ja, aber das dürfen wir ja nicht. Weil ihr in gewisser Art und Weise wichtig seid. Ne? Ja, wir brauchen ja Honig. Ja, und wir brauchen Früchte. Wow. Diese Kackviecher, ja. Dafür diese so. Oh. Ich war zu sehr abgelenkt. Ich muss mich zu sehr über Bienen aufregen. Der tut mir den Aktenkoffer zur Arbeit gehen, ne? Ja. Also Arbeiterbienen, die müssen doch zur Arbeit. Ey, so viel Multitasking in diesem Spiel, ey. Ja. Jetzt gucken, wo der hin springt, sonst muss er noch die schießen. Das ist mir so viel denken, das zum Beispiel ist über uns los, ey. Was ist, wollte ich auch gerade fahren, was ist denn gerade los? Kann irgendwie, als wäre jemand gerade umgefallen. Ein sehr großer Typ. Ja. Wahrscheinlich ein 2 Meter Typ. Ja. Na, ah, du blöder Arbeiter. Ich habe ihn immer mehr mit meinen Kügelchen hier erledigt. Ich habe ihn mit Feuer abgeschossen. Freu. Ah, Dreieck. Aua. Nein, die schlimmste und gefährlichste von allen Formen. Nein. Schlimmer als Kreise. Ja. Oder Quadrate. Ja. Oder Rechtecke. Weit würde ich jetzt nicht gehen, der kam 4 Kanten, hallo. Weh. Okay, wir haben jetzt überlebt. Schlag schon nach unten. Oh. Sehr leid. Guter Aufsprung. Oh, ich habe dich wieder belebt. Oh nein, letzte Phase. Nein. Also das noch nicht wusste, Bienen verwandeln sich natürlich in Flugzeuge. Ja, aber natürlich. Einfach eine reingehauen. Herrschen und bombardieren, das ist mein Bienenleben.
Wollte die uns aufessen? Ich meine, sie hatte Messer und Gabel. Ich glaube, die wollte uns aufessen. Ich weiß nicht, was in unserem Gehirn drin ist. Das war einfach so köstlich ist. Meine Seele. Alter. Alter. Wer schreit da draußen? Wenn da draußen bitte jemand stirbt, dann stirbt bitte leise, okay? Ja. Wir versuchen hier... produktiv zu sein. Das wollte ich sagen. Knall sie ab! Ich knall sie ab. Knall die Olle ab! Nein! Ja, ich komm auch nicht mehr rüber. Jetzt kommt das Dreieck. Kommt das gleichschenklige Dreieck? Oh nein! Das Dreieck hat mich getötet! Ja, das hatte ich auch. Junge. Ich saß auch ewig an diesem Boss. Der hat mich so wütend gemacht. Man, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wütend der mich gemacht hat. Au. Ja, so viel Multitasking, das kann ich doch gar nicht. Ja, wir sind Männer, wir können sowas nicht. Obwohl, ich kann sowas. Ich kann Livestream gucken und dabei gleichzeitig zocken. Das kann ich. Ja. Aua. Ich auch. Aua. Also in gewisser Art und Weise sind wir doch multitaskingfähig, aber. Aber sowas kann ich doch nicht. Das geht doch so nicht. Au! Hast du gehört, wie er aufgeschrien hat? Ja, kann man auch auf. Oh. Thank you. Ist es? Nein! Oh. Schau den Geist direkt zu ihm. Kann er vielleicht noch mal ändern, ja. Doch lieber der Energiestrahl. Ja. Der Superpower Aura Strahl. Aber sie lesen es. Ich meine, so ein eigener Stand ist auch nicht schlecht, aber. Trotzdem. Und wie würde dein Stand denn heißen? Nein, wenn Dio mir den nicht geklaut hätte, würde der Meister natürlich The World heißen. Here goes. What? Hallo. Du Pisser. Das ist wahr, meinen Bruder anzugreifen. Mein Bruder. Boah, ich tue immer aus Versehen. Wer drunter springen, ey. Plattform runter. Da will ich nur ducken und springen, aber geht nicht. Ach, ja. Ja, ich bin auch. Oh nein. Komm, die töten wir jetzt. Wir sind jetzt dafür verantwortlich, wollen nicht, dass die Bienen aussterben. Ich will als einer derjenigen sterben, der dafür gesorgt hat, dass die Bienen tot sind. Au. Motiviert sich selber ein Flugzeug. Ja. Au. Nein. Oh, der Propeller. Au. Das muss doch wehtun. Ich kann übrigens auch aus ihrer Hand einfach eine Kreissäge rausholen. Oh, super. Hoi. Das ist ein cooler Bienenpolizist. Oder, der ist kein Polizist, das ist eher ein Security-Typ, ne? Ne. Hoi. Okay. Au! Oh. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Die schnappen wir uns. Au.
überhaupt Dinger dafür spezial? Ja. Ah, komm an. Nein, ich treffe die nicht. Nein, ich treffe die nicht. Nein. Oh. Oh Gott. Darüber? Komm ich darüber? Nein. Aber wir haben sie in die letzte Form geschafft. Now go! Hui, hui, hui! Guck mal, wie traurig die Biene guckt. Da denken sie so, oh nee, jetzt muss ich schon wieder arbeiten. Oh ja. Nein. Also wie jeder andere normale Mensch. Ja. So wie jeder Mensch, der keinen Bock hat. Kenn ich das so. Auf zu stöhnen! Was soll der hart? Oh, Security-Typ! Nein! Nicht das gleichschenklige Dreieck! Oh. Oh nein! Au! Ja, ich bin auch ganz au. Au! Warte. This match will get red hot. Here goes. Here goes. Hui, hui, hui. Wie Honda aus Street Fighter. Hui, hui, hui. Ich hab nie Street Fighter gespielt, meine Freunde. Ich hab ein Klassiker damals auf Super Nintendo gespielt. Ah, die Narbe. Ich hab Street Fighter 2 auf Mini SNES habe ich. Ja, gerade meine ich. Ah, dann habe ich ihn doch gespielt. Anders musst du auch nicht spielen. Keiner, irgendwie hat niemand den ersten Teil davon gespielt. Niemand? Die meisten Leute nicht, ey. Aber es war was vollkommen anderes, ey. Boah, dieser Pet. Och nee, und sie geht direkt in diese Form über. Ja, wie macht sie das überhaupt? Komm, das ist doch physikalisch gar nicht möglich. Nein, bist du nicht. Beide auf einer Seite sein irgendwie. Wenigstens bringt sie uns. Wenigstens bringt sie uns Formen bei. Letzte Phase. Ja, und was war ja. Ja, diesmal Flugzeug, ein bisschen Tasse. Ja, genau. Sie ist ein Flugzeug, ich bin eine Tasse. Das ist fair. Au. Aber wie willst du sie überhaupt treffen? Außer wenn du jetzt die Bälle nicht hast. Das geht schon irgendwelchen Wegen. Hast du das gesehen? Ja. Ja, was kann man passieren? Nein! Hey, in die Fresse. Au. Aus dir? Hier, Mom. Ich weiß nicht, was ich aus dir machen soll. Ich weiß nicht, aus dir kann man keine Handtasche machen. Ja. Das ist aber was Schlechtes. Ja. Was kann man aus einer Biene machen? Au. Irgendwas Grausames. Oder wir sollen dafür sorgen, dass diese Biene niemals ihr ultimatives Ziel erreicht, den Tod. Was? Warum soll das deren ultimatives Ziel sein? Ich meine, da stirbt sie doch immer und immer wieder. Wird auch immer wieder vom Tod heimgesucht. Oh. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass du jetzt gerade diese Anspielung nicht verstehst. Ich verstehe nicht, warum die Biene irgendwie ultimatives Ziel sein sollte, zu sterben. Sie soll das Ziel doch niemals erreichen. Sie soll immer wieder sterben und dann wiederbelebt werden und dann immer wieder sterben. Oh. Hauptsache irgendwas Grausames soll mit der passieren.
Nein, ich will nichts über Formen lernen. Nein. Oh, letzte Fall. Letzte Phase. Oh, dann fang ich mal da unten. Wir haben beide 5. Star Platinum. Star Platinum. Oh. Oh. So, Aldo. Macht er überhaupt Schaden mit? Ja, macht er. Oh. Okay, du hast den Stand Star Platinum und ich hab The World. Ja. Ein Stand heißt Linkin Park. Was? Linkin Park? Ja. Oh, oh. Meiner heißt Billy Talent. Au. Fuck. Ah. Ich war jetzt gerade so abgelenkt. Oh. Ich wüsste mal, was für Fähigkeiten mein Stand könnte. Was denn? Seine Fähigkeiten von anderen Stands einfach kopieren. Gibt's schon. Wer denn? Der schwule Priester aus dem 6. Part. Der kann irgendwie, weiß ich nicht. Okay, der kann ihn klauen, aber dann kann er sie, glaube ich, seinen eigenen Stern irgendwie einpacken. Oder irgendjemand anderen. Ich meinte jetzt so. So auch das Aussehen. Okay, also, dass er genau wie der richtige Stern aussieht. Und so die ganzen Fähigkeiten übernehmen. Okay. Nee, das wäre cool. Dieser schwule Priester. Ja, der ist doch ein schwuler Priester. Der ist im Dio verknallt. Na. No. Ja, genau. Oh, Dio. Dio, Sama. Aber du bist tot. Na klar, bin ich tot. Mann, warum? Warum nicht? Oh. Star Platinum. Oh, der hat aber gar nicht mehr so viel, ey. So, jetzt mal ein Stand sein. Oh, ja. Eigentlich müsste ich ja mein auch ändern. Warte mal. Wenn wir jetzt gleich sterben sollten, dann ändere ich den auch. Dann hole ich so World raus. Ja, bringt's ja irgendwie nicht so. Mit den Strahlen wie besser. Boah. Ich bin zu wenig gedasht. Boah, ich vergesse die ganze Zeit. Kannst du mal unten schießen, ey. Au! Boah, ich hab... Boah! Das gibt's doch einfach nicht mehr. Ja, ja. Ja, super. Wir haben ja keine Plattform. Und das. Au! Oder? Au. Aua. Nein. Oh, komm, wir gehen beide in den Himmel. Hm? Ja, genau. Oh, ich will den Strahl haben. Willst du Strahl haben? Okay. Ich kann das Ding nicht gleichzeitig lenken und ausweichen. Das ist unmöglich, das geht doch nicht. Doch, möglich ist das. Ich werde es versuchen. Komm, die schnappen wir uns jetzt. Ja, jetzt geht's auf die Fresse. Wie du, gerade Star Platinum gerufen hast und dann gestorben bist. Ja, ich muss das Ding noch lenken. Was meinst du doch damit, ey? Ah ja, by the way, it's on. Okay, ich bin nicht getroffen. Ich auch nicht. Gut. Na warte. So, Aldo!
Wollen die reingelaufen? Zeig mich mit dem Finger auf andere Leute. Nur wir dürfen das. Ne? Ja. Na, ich doch. Die zeigen mit dem Finger auf uns. Ich kriege Krise. Oh, dann taucht auch ein Ball auf. Na, warte. Jetzt macht beide unsere Ultimates auf die. Mhm. Wie soll ich die denn treffen, wenn die jetzt unten ist? So. So, Aldo! Ja, so habe ich mir gedacht. Thank you. No. Nein! Fast. So. Ja. Hey, wir sind beide gekommen als sonst. Hui, hui, hui! Hui, 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 hui. Ich wollte gerade fragen, wo bin ich? Ich konnte mich nicht sehen. Aus dem Weg. Nein! Oh Gott. Oh. Wenigstens über Formen lernen. Willst du was über Formen lernen? Nein. Formen sind böse. Oh, natürlich kommst du jetzt hier hin. Ah. So, Aldo. Nein. Ja. Nein. Das wollte ich nicht machen. Du wolltest mich wiederbeleben, ne? Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie einen Weg gefunden, wie man den Geist steuern kann, ohne sich dabei zu bewegen. Indem man einfach R gedrückt hält. Ah, mit Zielen, okay. Ja. Oh. Ja, letzte Form. Ja. Oh. Letzte Phase. Ja, aber... In die Fresse. Mit zwei Faustschlägen. Faust aus Stahl. In den Arsch. In den Arsch. Okay, now go. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Ich glaube 23 Monate. Alter, wir haben den Boss immer und wir haben noch keinen Boss besiegt. Nein! Ich habe mich nicht gesehen. Hey, dieser Pisser, ey. Diese verdammte Arbeiterbiene. Hört auf, so viel zu arbeiten, wenn ihr schon so Depri seid. Ne? Ja. Ah, oh, das ist so blöd. Danke. Da war schlecht. Oh. Ja. Nein, nicht die gleichschenkligen Dreiecken. Ja, oh Mann! Nö. So, Aldo! Links rum. Ja. Ja. Beim Stand haut einfach ab. Hier sind aber links. Ja, ich weiß. Der Stand ist gerade abgehauen. I do have lost my stand. Ich hab meinen Stand verloren. Hat ihn jemand gesehen? No. Ich musste den Ball da ausweichen. Ich hatte 5 Dinger. Ach, Mann. Ich komme nicht von der Stelle. Du kommst nicht von der Stelle. Geh in die Fresse.
da die blöde Biene umbringt, ey. Diese blöden Bienen, ne? Ja. Piu, 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 piu. Nein. Nein. Oh. Oh, na warte. Heute gibt's Bienensuppe bei uns. Aber ist sie eigentlich nicht so schwer, finde ich jetzt einfach. Ich finde die so schwer. Meisten Angriffe kann man gut ausweichen, finde ich. Aber diese Platten. Diese Platten. Diese Platten? Aber. So, also. Ich glaube, das sind Bälle. Aber ich habe ihr guten Schaden zugefügt. Ich glaube, das macht riesig Schaden, aber. Das macht es nur noch riesig Schaden. Ich gebe mir 5. Na, hilf mir. Ah. Du hast 5. Weiß. Verreck. Ist neben dem dadurch tot. Aua. Ja, danke. Lass dich doch nicht einfach so sterben. Oh Gott, die Faust ist noch da. Nein. Komm schon. Nein. Nein. Was mach ich da? Gott. Kommen wir mal weiter entfernt von der. Here goes. Machen wir noch einen letzten Versuch. Weil sonst, weil wir müssten mal so langsam den Part beenden. Ja. What? Oh, what? Nein, ich muss ja weg. Oh Gott, bin ich getroffen. Um Gottes Willen, ey. Ah. Au. Das kannst du auch gerne sagen. Ja. Oh nein. Und dann fängt direkt damit an. Oh, ich wurde nicht getroffen. Ich auch noch nicht. Komm schon, diesmal schaffen wir das. Hoffen, bei der Kraft unserer Stands. Ja. Ne? Ich hab meinen gerade zu Hause gelassen. Aber ich hab 5 Dinger. Ja, ist so. Geil. So, also. Nein. Warte. Ja, na, jetzt krieg ich von dem Ding ja die ganze Zeit Schaden. Letzte Phase. Hab schon so viele Knie gar nicht mehr haben, ey. Aha. Warte, ich wurde nicht getroffen. Doch, du wurdest getroffen. Ja, ich dachte, ich hatte noch. Nein. 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 Warum? Danke. Nein. Lass ich nicht einfach so sterben. Nein. 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 Komm schon, einmal noch. Oh, das glaube ich nicht. Komm schon, einmal noch. Einmal. Letzter Versuch. Oh. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Und das ist das, was ich meinte. Die ganzen Rage Quits. Wenn die kurz vorm Ziel sterben. Das muss so übelst frustrierend sein. Und jetzt auch. Kann ich die auch nachvollziehen? Jetzt fühle ich deren Schmerz. Oh. Ich wurde so oft getroffen, ey. Ich wurde schon dreimal getroffen. Oh Gott. Was kommt jetzt? Die Kreise. Oh, wieso kann ich das nicht, wenn ich gerade schieße? Mann. Genau das meine ich. Na, oh, Gott verdammt, ich wurde jetzt dreimal von diesem blöden Ding getroffen. Hier, so World.
Oh nee. Thank you. Aua. Oh, warte, wo ist die? Da ist sie in der Mitte. Okay, ich treffe die noch, glaube ich. Nein. Nein, ich komme da nicht hin. Nein. Ja. Okay. Gut. Wir gehen zurück zur Karte. Machen wir im nächsten Part weiter damit. Ja, wir machen im nächsten Part weiter. Wir versuchen es nochmal. Ja, natürlich. Weil was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Ja. Ja, und dann sagen wir bis dann und ciao. Bye bye. Proceed, but don't succeed. Well, the devil will take their heads.